Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Händlerquest erledigt. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Jasmin hat uns zurückgelassen. Ja, ja. Oh Miststück, du. Du hast mich zurückgelassen. Ich bin zu Hause, ey. Das ist ja schön für dich. Weg hier. Ich bin hier alleine. Schnell rein, alles wegbringen. Ah nee, ich bin doch nicht alleine. Moin Manni! Na? Ey, warst du gestern auch auf der Party? Aua! Du hast ja wohl einen am Kopf, hast du doch. Lass das! Du bist doch noch besoffen. Spinnst du? So. Ich hab nix. Wo ist denn dein Problem? Genau. Schlaf erstmal deinen Rausch aus, ne? Da war gestern wild. Wild war das. Ich hab Manni getroffen, ich soll dich grüßen. Ja. Oh nein, ich kann die Kohle. Kohle? 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 Ich hab Kohle gefunden, ich soll dich von Manni grüßen. Mhm. Der war gestern mit Hildegard auf dieser Fete. Du weißt schon, die eine, diese Halloween-Verkleidungsparty, ne? Motto-Party. Ah, ging ab, ging ab. Mhm. Oh. Du bist sehr hungrig. Deine maximale Ausdauer wurde verringert, weil du sehr hungrig bist. Du bist nicht nur hungrig, du bist sehr hungrig. Was kann ich denn jetzt noch schnabulieren? Stein? Vielleicht wurde das alles jetzt hingepackt. Jo, ich hab kein Essen hier. Ach, da ist das dran. Doch, 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 ich hab das da. Das hat mich gemundet. Ein verkohltes Wildbret. Ingrid! Haben wir noch was von dem verkohlten Wildbret? Nee. Ich hab aber immer noch Hunger. Und ich bin infiziert. Infiziert? Ja, wir müssen beide in Quarantäne. In ein Zimmer und das sollen wir abschließen. Vertrau mir, Ingrid. Ich bin infiziert. Und der Arzt hat gesagt, wir müssen uns zusammen einschließen. Mhm. Bis ich nicht mehr infiziert bin, hat er gesagt. Na denn, mach mal. Ingrid! Ingrid! Ich bin zu Hause. Erstmal das hier. Ich habe jetzt mal hier die Gartentür aufgemacht. Ne? Ich bin mal einfach reingekommen, ja? Ingrid? Mhm. So. Das lassen wir mal auf Tasche. So, vielleicht hier so einen Medizinschrank noch so ein bisschen mit reinschmeißen. Aber den würde ich eher oben lagern. Wir gehen erstmal da oben. Ingrid! Liebes, bist du hier? Ach, Ingrid. Ich habe eben den Manni getroffen, ne? Der ist ja so was von versoffen noch gewesen. Da hat er mir erstmal eins über die Rübe gezogen. Kannst du dir das vorstellen, Ingrid? So. Ich muss hoch. Okay. Ah. Ingrid. So, wo müssen wir denn hier? Wir können ja noch, wir haben doch hier Federn. Ah, das Deck ist voll, aber das ist nicht schlimm, weil wir wollten eh Pfeile machen. Dann kommen die hier rein. Die da runter, dann müsste ich mir nochmal Holz mit ein. Ich glaube nicht, dass das reicht. So, Nahrungsmittel. Konservendosen. Trübes Wasser. Können wir gleich abkochen. Die haben wir nicht voll gemacht. Kürbissamen. Ich würde ja tatsächlich gern schon mal anfangen. Jetzt ist sie in der Kiste geblieben. Oh, hier. Der kann da noch mit rein. Getränke. Maiskolben. Ah, lass mal erstmal so.
Ich weiß halt nicht, was ich damit machen kann. Beim fertigen Benutzen, wofür? So, ein paar Eier können wir noch machen. Gekochtes Ei, aber ich habe kein Wasser. Brauchen wir 6 Wasser für. Kochen. Und dann machen wir noch gekochtes Wasser. 7. Dann haben wir das schon mal fertig. Kaffeebohnen. Wird langsam hier ein bisschen eng, ne? Das können wir mal pflanzen. Das Hopfen. Da kommen wir nicht ran. An diese Kiste. Ölschiefer. Können wir doch erstmal hier noch mit reinschmeißen. Hab ich eigentlich... Wir haben doch 2 Schlafsäcke. Wieso habe ich denn hier noch einen Schlafsack im Inventar? Cool. Da, die, da, da. So, Waffen. Mütze. Wir bräuchten für Waffen, glaube ich, nochmal eine größere oder andere Kiste. Oder halt, das müssten wir mal trennen. Da haben wir irgendwie ein bisschen viel, ne? Speer behalte ich mal noch. Den zerlegen wir. Können wir den noch mal reparieren? So. Ölschiefer. Pfeil. Steinpfeil-Munition. Jetzt habe ich keine Steine mehr auf Tasche. Ein. Ja. Jetzt machen wir nochmal Steinpfeil. Nein. 89. Ich mache mal 89 Steinpfeile, weil Feuerpfeile kann ich nicht machen. Doch, ich muss, aber kann ich mal links in die Kiste ganz kurz? Nein. Du bist einfach gegangen und ich konnte nicht in die Kiste. Ja, ich bin auch gar nicht fertig hier gewesen. Hm. Was kann ich denn dafür? Ah, geh rein, du Rolle Süße. Dankeschön, dankeschön. So. Kann ich dich jetzt eigentlich schlagen? Nee. Nee, wir sind doch Freunde. Schade. Hä, wir sind doch Freunde. Oh, es wird dunkel. Was ist denn hier mit der Tür? Warum ist denn die Tür nicht zu? Achso. Wäre sicher, dass sie hier nicht hochkommen? Nee, ich habe die Treppe habe ich abgebaut. Jetzt kommt noch das Geländer weg, dann kommt hier die Stangelei. Ja, meinst du nicht, die krabbeln da hoch? Na, wo denn? An der Geländer, also an der Stange da? Nee. An der Balken? Muss halt nur noch hier ein bisschen erweitern. Aber wenn du da schießt und dagegen kommst, dann haust du das doch kaputt, oder nicht? Das weiß ich nicht, aber ich werde das auch noch verstärken. Ich werde das noch einmal upgraden zu Holz. Wo ist denn jetzt der Balken, der Dings hier, der hier lag? Achso, ich bin ja noch gar nicht fertig mit einsortieren. Huch. Ingrid, ich bin wieder da. Nur eine Batterie. Wieso passt denn der da jetzt nicht mehr hin? Wo? Hast du den Dings da mal entfernt?
Du meinst diesen komischen Block? Mhm. Ja, der ist nicht da. Der ist nicht da. Den habe ich heute noch nicht gesehen. Oh, hier ist die Aloe Vera Creme hier, die mache ich hier mit rein. So, ja, grün zu grün. Das grün zu grün, das grüne Grün. Achso, ich habe kein Wasser mehr, ne? Doch. Komm ich da nicht rein? Fleisch könnten wir auch machen. Ach, das ist auch nochmal. Hier hast du auch nochmal zwei Guckfenster. Hier oben. Ich bin mir nicht sicher, was ich genau damit anfange. Mit was? Mit den Guckfenster. Naja, da kannst du sehen, wo die kommen. Ja, das Problem ist ja, die kommen ja überall. Ja und? Nö, kann ich mich hinlegen und schießen? War alles okay. Bau mal ein bisschen weiter. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Ich habe schon wieder kein Trinken. So. Jetzt wird hier gesoffen und dann wird hier richtig geknüppelt. Knüppelkeile. Das ist aber auch Ausdauer, ne? Mhm. Kann ich da irgendwas machen? Bin ich in der Lava? Ich habe einen Punkt. Kampfeigenschaften. Niederspannung, lerne Schockstäbe, setze deine Opfer, besser verhandeln, wagemutige Räuber. Jeden Tag deinen Hals zu riskieren hat seine Vorteile. Erhalte einen zusätzlichen Auswahlmöglichkeit bei Questbeloten. Habe ich. Laufen. Verborgen aus dem Schatten. Parcours, leichte Rüstung, Angriffswelle. Habe ich schon. Gibt es einfach so viel, was man machen kann. Naja. Was denn? Ja, bitte? Was denn? Ey! Machst mir im Weg, wegen hier ist mein Schlag ins Nix versunken. Ja, bleib mal da stehen. Ich fall noch runter. Ja. Das ist doch doof. Das ist ja geil. Wenn du da runterfällst und so ein gebrochenes Bein hast, das ist richtig geil. Schön so kurz vom Blutmond. Geil. Wenn ich den überhaupt noch erlebe. Na sicher. Vielleicht bin ich ja live dabei, ey. Beim Fressen. Wieso? Wir holen uns ja hier auch, wir kommen ja mit Nahrung und sowas auch langsam gut voran.
Nee, ich meine, weil ich ja infiziert bin und schon bei über 30%. Achso, ja, dann stirbst du und dann bist du wieder hier. Na voll. Ich brauche mal 70 Lehmboden. Dann benötige ich noch einmal 17 Nitratpulver. Wo haben wir das mit einsortiert? Ich glaube, unten die erste links hatte ich, glaube ich. Hast du? Ne, hier ist Holz drin. Achso, hier meinst du? Achso, da bist du jetzt drin. Ja, was weiß ich, wo du noch Kisten hast? Wir haben nur 7. Oh. Ja, dann hat sich das sowieso erledigt. Ja, hat es sich wohl. Ja, ich hätte jetzt 17 gebraucht und die haben wir nicht, also ist das Wayne. Wollte nämlich ein Beet machen. Damit wir schon mal was pflanzen können. Mhm. So. Alten Sappel. Alten Sappel. Alten Sappel. Jasmin? Was? Dudeladeladelei. Alten Sappel. Adeladeludelu. Dann mache ich jetzt einfach mal Rahmenformen. Achso, nee, mach ich nicht. Warte mal. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Kleiner Moment. Kleiner Moment. Der große Moment kommt gleich. Kleiner Moment. So. Das heißt, ich mache jetzt ein paar Rahmenformen. Cool. Was wollte ich noch machen? Ah ja. Da. Ein Schloss aus Stein. Ein Schloss aus Stein. Ich hau hier richtig rein in ein Schloss aus Stein. Noch dreimal. Und noch dreimal. Und schon ist alles Stein. Stein, 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 Stein. Jetzt mache ich Papier. Und Plastikmüll. Das sage ich dir. Jasmin. Jasmin. Mhm. Hörst du, wie schön ich singe? Mhm. Ich verbessere mal unsere Basis. Ich mache die ein bisschen stabiler. Aber ganz schön was drauf, ne? Jetzt hat der schon wieder Hunger. Ey, ich krieg einen Föhnkrieg hier, ne? Der hat ja nur Hunger. Nur. Eigentlich ist das dumm. Ich hätte das erst aufwerten sollen darunter, ne? Ach so, das wäre schon. Ja, nee, dann passt das doch. Was würde Loch da gefallen? Und da. Was machst du da drinne? Ich versuche hochzuspringen. Hochzugehen. Ich bin einfach zu blöd für diese. Okay, okay, Alter, oh, ja, 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 alles gut, alles gut. Es hat sich halt nur ein bisschen komisch angehört gerade. Ich hab kein Holz mehr. Alarm. Achso, warte mal, ich hab doch hier noch. Nö, hab ich mich auch schon wieder rausgepackt. Alles cool. Holz. Holzi, Holzi, Holz. Da geht ja richtig was drauf hier, wenn wir die Hütte verstärken, ne?
Also es kann sein, dass wir nochmal losgehen müssen, Bäume fällen und Steine sammeln und so. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja erst Tag 4. Ich koche erstmal Wasser ab. Wasser. Haben wir noch was zu essen? Fertig? Ja, ja, ne? Ei, Fleisch, Maiskolben. Okay. Maiskolben haben wir auch schon gekocht, oder wie hast du da? Nein, hab ich ja. Ach, die kann man so essen. Hab ich gekocht. Achso, cool. Gekochte Maiskolben. Konnte nur einen machen wegen Wasser. Nee, alles gut. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt gekocht wird. Komm ich hier unter meinem Mic? So, 8-mal Wasser haben wir. Ich will nur einmal hier die Hütte von außen ein bisschen zombiesicherer machen. Mache ich noch einen Maiskolben und dann haben wir 2-2. Oh, meine hat schon richtig Hunger. Ich stöhne, Jasmin. Ich stöhne vor Hunger. Mhm. Ich hab kein Holz. Ich muss schon wieder Holz finden. 22 Uhr. Die Zombies sind jetzt wieder schneller unterwegs. Ja, alles zumachen. Alles dicht. Schatten dicht. Mach die Schotten dicht. Mach bitte die Schotten dicht. Digga. Ingrid! Hast du die Schotten schon dicht? Ingrid! Achso, warte mal. Oh. Der muss weg. Ich hoffe, der ist nicht tragend. Bier, ey. Ich trinke gleich mal ein Bier. Hast du ein Bier? Kennst du nicht den Spruch, kein Bier vor der Konfirmationsschule? Mhm. Oh, das war auf dem Stein. Das muss ich gleich reparieren. Aber ich habe wieder keine Ausdauer mehr. So. Und wunderbar. So. Den haben wir heile. Oh oh. Was denn? Die Musik. Musik? Na, das Geräusch halt. Geräusch? Ach, halt die Klappe. Klappe? Was erzählst du da? Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, jetzt verkleide ich hier die Wand. Aber komisch ist auch, dass die Eule noch normal Uhu macht und uns nicht angreift. Ja, aber Eulen essen ja auch Mäuse und keine Zombies. Ah ja. Also deswegen kann die sich ja nicht infizieren. Hä? Nee, aber die WhatsApp ist ja alles infizierter. Nee, wir sind ja auch nicht infiziert. Na, wir haben ja auch nicht. Wohl, doch, cool, sind ist wir. Katzenfutter. Ach ja, stimmt, ja, ich bin auch infiziert, ja, ja. Also, in einer echten Zombie-Apokalypse, möchte ich mal anmerken, sind wir beide nicht so gut gewappnet, ne? Ja, wir wären schon tot. Oh, ich habe schon wieder kein Holz mehr. Du kriegst die Tür nicht zu. Du kriegst die Tür nicht zu. Warte mal kurz. Kann doch jetzt hier nicht das ganze Holz verpfeffern. Das hier muss sowieso noch weg. Kann ich das hier nochmal ein bisschen auffrisieren? Hier. Hier. Da. Dafür reicht's wieder nicht. So. Dafür reicht es nicht. Hm.
dafür reicht es nicht. Ist hier auch noch so ein komischer Pfosten. Habe ich nicht noch? Wo habe ich meine Fackel überhaupt? Hier war auch noch so ein Pfosten, ne? Ja, der steht doch da unten. Nein, so ein Holzpfosten. Ja, sag ich doch. Da unten. Nein, so ein eichelfarbenen, den nussbaumfarbenen Holzpfosten. Ja? Naja. So eine Holzleiste. Ich muss schon wieder was zübbeln hier. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich bin hier am Malogen. Tag ein, Tag Ausdauer. Ich kann einfach nicht mehr das machen. Oh, der Mond. Diese Apokalypse macht mich fertig. Ich meine, was? Schau uns an, was ist aus uns geworden? Ich hau hier Leisten mit der Axt ab und du frisst Katzenfutter. Aus der Dose. Ganzen, ich esse jetzt nichts mehr, ist mir zu blöd. Warum? Die ganzen. Ja, weil ständig das ganze Essen drauf geht und die trotzdem Hunger hat. Ja, weil wir jetzt viel arbeiten und viel schleppen. Und ich stehe hier nur. Stirb doch einfach, dann bist du auch wieder gesund. Jetzt wird's neblig. Du was? Ja. Okay. Ich mach hier die nächste Leiste ab. Ja, morgen früh müssen wir nach Möglichkeit mal trinken wiederholen, ne? Oder wir lassen es einfach. Scheißegal. Scheiß Charakter, der soll sich nicht so anstellen, ne? Ich hab doch eben trinken geholt. Achso, weil ich saug hier die ganze Zeit einen nach dem nächsten. Schön für dich. Egoist, ey. Wieso? Das hab ich für uns geholt und zum Kochen. Na, ich hab damit eine. Ich hab doch auch schon ein paar Mal geholt. Aber ich muss ja, ich. Guck mal, ich arbeite wie ein Tier. Mhm. Ja? Das muss man schon bedenken. Nö. Ne? Hat der immer noch Hunger oder bist du das? Nein. Hat der gar keine HP gehabt. Das haben wir weg. Ja, das haben wir weg. Das haben wir weg, Ingrid. Hm? Das haben wir schon mal erledigt, ne? Das haben wir weg. Karl-Heinz. Das haben wir weg. Mach ich dir. Kommt immer so eine Stimme, aber es passiert nichts. Die Stimmen sind nur in deinem Kopf. Ich hab schon wieder kein Holz. Verbrät das ganze Holz, ey. Ja, was soll ich machen? Ich muss ja bauen, ne? Das da. Das da. Auch geil, die kommen dann so nicht hoch und versuchen dann immer unsere Treppe oder Leiter hochzukommen, wa? Genau andersrum. Verdammt. Was kommen die? Versuchen dann im Haus hochzukommen. Nee, die versuchen von außen wahrscheinlich. Ich wollte auch nochmal testen, wenn wir die Leiter nochmal ein unten wegnehmen. Ach scheiße, jetzt muss ich das alles normal drehen. Wenn wir die Leiter unten ein wegnehmen würden, ob wir, willkommen, Gaga im Kopf. Ob wir dann immer noch hochkommen, weil dann würden die Zombies nicht hochkommen. Aber wenn wir hochkommen, kommen die doch auch hoch, oder nicht? Und wenn die sich stapeln? Ja, es geht darum, wenn die springen. Die können wohl. Aber das muss ich ausprobieren. Ich weiß es nicht, ob das geht. Ja, Patrick, ist okay. Ja. Chill deine Base. Ich chill einfach meine Basis.
Beruhig dich, Basis. Du hast es fast geschafft. Bald wirst du eine große und beeindruckende Basis sein. Ich werde auch die Gitter nur auf Holz upgraden. Nicht auf Stein, weil ich die später wieder abreißen werde. Mhm. Die werden nicht auf Dauer bleiben. Mhm. Da habe ich mir noch was anderes überlegt. Mhm. Ne, dass du da schon mal Bescheid weißt, ne? Beweise haben. Mhm. Dass du da schon mal beweist weißt. Jo, dann komme ich nochmal mit rein hier. Ingrid! Ich bin wieder da. Das ist doch absoluter Schmutz. Ich kann das nicht von oben bauen, ne? So, wie ich das möchte. Wenn ich das machen würde, dann könnte ich nicht mehr hochbauen hier. Dann wäre da wieder ein Block im Weg. Ja, dann müssen wir das von unten machen. Ist hier nur Leiste? Ja. Heißt, die muss auch noch ab, ne? Oder zumindest noch mal ein bisschen Holz. Ich müsste das ganze Ding hier vielleicht auch demnächst noch mal stützen. Ich weiß nicht, wie viel das hält, bevor es runterfällt. Kommt den einen noch. So. Ist sie bescheuert? Ist sie deppert oder was? Ich hab mir fast in die Hosen gekackert. So, wenn ich den hier hinten, dann muss ich ja hier rum. Und jetzt bin ich. Wieso bin ich jetzt so tief? Das ist doch nicht richtig, oder? Nee. Ach, hier habe ich noch gar nicht abgebaut. Da ist ja noch das Holz dran, ne? So. 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 Wäre vielleicht schlauer gewesen, die Gitter hier auf der Seite so zu machen. Weine nicht, kleiner Hungersnödler. Tu ich das nur mal in eine Apokalypse? Das Holz da abkloppen ist halt auch voll die Kacke ohne Ausdauer, ne? So. Vor der Arbeit ein Sümmeln will ich jetzt auch nicht hier. So. Muss alles weg. Da kriege ich zumindest wieder ein bisschen Holz zurück, ne? Ansatzweise. Nicht genau das, was ich haben wollte. Ich habe so einen Hunger. Was ist denn das? Ein Schneeball? Ach, von dieser Eiskiste, die ich abgebaut habe da, ne? Was war denn mit Schneeball? Wasser? Hat immer noch Hunger. Man müsste echt langsam anbauen, aber wir haben echt wenig Nitrat. Ich habe keine Reparaturkiste hier, ne? So. Nee. Aber wo kriege ich denn Nitrat her? Tote Kadaver? Glaube ich. Nitrat.
beim Looten. Möglicherweise gibt es eine Nitrat auch im Boden. Beim Schaufeln hatte ich da Nitrat. Ne, Lehm war das, ne? Aber ich glaube, es gibt auch Nitrat. Müssen wir mal ausprobieren. Es hat keinen Spaß, hier diese Holzkante abzuhauen, wenn du nach zwei Brettern schon keine Kraft mehr hast. Ne? Ach, ich brauche echt mehr Ausdauer. Oh. Den noch weg, das Geländer noch weg. Das sind auch zwei, ne? Ha. So, jetzt den einen hier noch und dann haben wir nur noch einen weg zu hobeln, richtig? So. Das schon gereicht? So. So, dann können wir jetzt nämlich hier unten schon mal fertig machen. Zumindest die Vorderfront. Aber ich gehe davon aus, das wird auch die Hauptfront sein, wo die Zombies sind. Ich will das hier auch noch am liebsten mit Stein verstärken. Die Truhe muss letztendlich raus hier. Die Leiter vielleicht nach außen irgendwie ran. Hier denn irgendwann dicht machen. Dass er komplett ein Block ist. Also ein Steinblock oder Zement. Man kann ja später Zement machen, ne? So. Dann machen wir da später Zement hin. Alles Zukunftsmusik. Wer weiß, was ich bis dahin vorhab. Fällt mir wieder was anderes ein. So. Also ich gehe gleich hoch. Ja, alles gut. So. Was brauchst du jetzt noch? Ich will noch vorne schnell die Gitter fertig machen. Hm. So eine gemütliche Dreierreihe. So. Du bist verschwunden. Ach, da unten? Ja, ja, ich bin unten. Ich kann die von oben nicht bauen, dann wäre der Block nach oben. Dann kann ich da nicht drauf bauen. So, einen muss ich hier noch wegnehmen. Der schwebt in der Luft. Hier, guck mal. Ja, habe ich schon gesehen. Achso, hast du schon gesehen? Dachte erst, du schwebst da. Ja, Wunderbärchen. Nimmt doch langsam Form an, oder? Mhm. Und hier können wir dann schön so... Wie nochmal? So, wie viel Holz habe ich? 30. Ja, dann müssen wir nächstes Mal müssen wir auf jeden Fall Holz hacken gehen. Im großen Stil. Holz hacken. Ja, im großen Stil. Du bist ja echt nur noch am Fressen und Wasser holen, wa? Hier ist Nitrat drin, das reicht sogar zum Anbauen. Warte mal, dann lass mich noch ganz schnell einen Block bauen hier. Was brauche ich noch? Beet- und Felderblock. Verrottetes Fleisch, Nitratpulver, Holz, gut. Gammelfleisch. Ich kann nur einen bauen, aber das mache ich jetzt. Oh, der ist gleich fertig.
Spannung steigt. Was wollen wir denn anbauen? Wollen wir Mais anbauen oder wollen wir Kürbis anbauen oder? Bringt mehr. Ich weiß es nicht. Leider. Das wäre nichts Neues. Der ist aber groß. Und die Frage ist, wo bauen wir den an? Vorzugsweise draußen, damit er nicht im Weg ist. Ja. Aber wenn ich den hier hinsetze, müssten wir den später auch wieder abreißen, weil der hier stören würde. Hm. Ich würde den aber trotzdem erstmal hier platzieren, ne? Mhm. Weil die, hier kommen keine Zombies hoch. Ich mach das mal hier hinten, weil hier arbeite ich noch nicht. So, pass auf. Was kommt da rein? War hier nicht auch noch? Ja. Achso, Samen. Kürbis oder Kartoffeln? Ja, was halt länger anhält, ne? Wäre ganz gut. Mais hat Nahrung 2, Kartoffeln auch. Stellt keine Gesundheit her und Mais stellt eine Gesundheit her. Dann mache ich Mais. Hm? Maismehl. Ja, Maismehl haben wir auch. Aber wir haben keine Mais-Samen, ne? Das Maismehl kannst du mit dem Mais machen. Ich meine Samen, also Mais-Samen. Können wir sowas herstellen? Das weiß ich nicht. Mais-Samen, da haben wir das Level noch nicht für. Dann können wir doch nur die Kartoffel machen. Die bringt dann halt nur Leben, aber keine Gesundheit, ne? Hm. Also macht halt nur satt. Okay. Regnet, es regnet. Oh, wow. Ich kann die jetzt nicht einpflanzen, weil das Dach hier im Weg ist. Warte mal. Muss das abreißen? Ja. Aber nach oben ist doch frei. Was ist hier genau im Weg? Ach, der da. Okay. Ich schaue in den Wegen. Meine Augen werden nass. Ich habe Kartoffeln gepflanzt. Ja, schön hast du das gemacht. Ja, schön habe ich das gemacht. Oh, Zombies. Ein paar Zombies und die machen unseren Zaun kaputt. Sie sind drin. Die gar nicht. Nee. Doch, sind hinten reingekommen. Wo ist denn da was frei? Haben sie gerade gemacht. Die hauen zu viert auf dieselbe Stelle am Zaun ein. Gut, es sind ein paar mehr. Ach, es ist ja nachts. Die sind schneller. Aber wenn ich hier sterbe, ist egal. Ich bin zu Hause. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Die lassen mich nicht mehr hoch. Die prügeln mich hier die ganze Zeit runter. Wo sind die denn? Ich sehe euch nicht. Unten in der Hütte. Unten in der Hütte. Das gibt's nicht. Einer kommt hoch. Ja, ich bin in Sicherheit. Ich bin ganz oben.
Ich bin tot und die Luke ist auf. Er kommt nach ganz oben. Ja, ich bin ganz oben auf dem Dach. Wenn er kommt, schlage ich in seine... Die machen jetzt die ganze Wohnung kaputt. Ja. Aber an die Kisten können die nicht, ne? An unser Lager? Die können alles kaputt machen, wenn die hier hochkommen. Backus, ey. Die sind oben. Ich kann nur noch raufkloppen. Ich kann nichts mehr machen als raufkloppen. Okay, ich bin schon wieder tot. Alter, Scheiße. Was habe ich mir zugezogen? Ich habe mir irgendwas zugezogen. Alter, ist die hartnäckig. Alter, die kloppt mich kaputt. Also, wir müssen auf jeden Fall noch an unserer Basis arbeiten. Wenn die uns... Hey. Ich hab mir irgendwas zugezogen und konnte nicht mehr zuhauen. Ja, ich hab verstanden, ich bin tot. Eine tiefe Schnittwunde hattest du wahrscheinlich. Was? Scheiße. Also ich würde sagen, unsere Basis ist bisher ziemlich beschissen. Ja, aber was also, von? Den Blutmond würden wir im Leben nicht überleben. Ja, mit meinen Sachen hier. Scheiße, meine sind oben. Achso, hier ist dein Rucksack. Hä, wieso bin ich denn so klein? Drück mal Steuerung. Ach, ich bin ins Loch geknallt. Achso. Alter, hä, wieso bin ich denn... Wo ist mein Rucksack? Hier. Drückst du R, hast du alles. Ah. Ja, wir brauchen vielleicht hier unten nochmal eine Tür. I guess. Und ein bisschen was, um die Zombies aufzuhalten. Also noch sind wir ziemlich, schlecht dran. Ja, also noch stehen wir halt nicht so gut da, ne? Ja, passiert nicht. Ja, wir müssen an uns arbeiten. Unsere Bude ist noch nicht wirklich ausgereift. Sache, der Zaun hätte man erstmal richtig machen müssen. Ja, ich will mich auf den Blutmond schon ein bisschen so vorbereiten. Ich wollte hier ja einmal die Plattform haben. Ja, wenn der Zaun erstmal... Ich möchte außen eine Leiter haben und irgendwie so, dass die halt nicht mehr hier hochkommen. Ich will unten am liebsten komplett alles Stein zumachen. Weil über eine Leiter kommen die doch auch rein. Genau, deswegen wollte ich das ja versuchen, wenn man zwei Blöcke weglässt und dann eine Leiter macht. Hm. Also, es soll wohl irgendwie gehen. Mhm. Gut, ich würde aber sagen, das war's wieder für heute. Wir haben schon wieder voll überzogen. 48 Minuten, Alter. Ich muss mehr auf die Zeit achten. Da muss ich wirklich mehr drauf achten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Achso, und wenn ihr dabei bleibt, ne, dann werdet ihr sehen, ob wir es noch schaffen, bis zum Blutmond die Basis halbwegs zombiesicher zu machen. Ich glaube nicht. Doch, ich baller alles zu. Alter. Du gehst jetzt Holz hacken, stundenlang, und ich baue. Mhm. So. In diesem Sinne, bis dann, mach's gut. Ciao. In die Rinne. In die Rinne. Tschüss.